Hallo, liebe Astronomiefreunde, das ist mal ein kleiner Vorgeschmack auf den Merkurtransit am 9. Mai 2016. Viele von euch erinnern sich vielleicht noch an die Venustransits von 2012 und 2004. Merkurtransits sind etwas häufiger, die sieht man ungefähr 13 bis 14 Mal pro Jahrhundert. Ich selber habe auch erst einen gesehen, 2003. Davor, die waren leider immer zu Nachtzeiten, oder 1973 war davor der letzte in Deutschland, da war ich noch zu klein, um den anzuschauen. Für den Merkurtransit zur Beobachtung braucht man schon ein kleines Teleskop, natürlich mit Schutzfolie oder einen Feldstecher mit Schutzfolie davor. Eine Sonnenschutzbrille allein reicht nicht, der Merkur ist leider viel zu klein, man würde ihn nicht erkennen. Bei der Venus geht das ja, da kann man mit der normalen Sonnenfinsternisbrille den Planeten gut sehen, aber die nächsten Venustransits sind leider erst im 22. Jahrhundert. Also, besorgt euch ein kleines Teleskop, macht die Schutzfolie davor und dann geht's los. Noch ein Jahr bis zum Merkurtransit. Hier sind nochmal die Animationen, damit ihr schon sehen könnt, wie das abläuft.